Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Nach einer sehr, sehr langen Zeit wieder zurück. Und die war ein bisschen stressig. Und zwar mit einem komplett neuen Thema, nämlich Java. So, was ist Java? Java ist eine Programmiersprache und zwar eine objektorientierte, ziemlich. Ja, man kann damit eigentlich alles machen, ziemlich gut. Und ziemlich schnell. Und deswegen, da sie auch in der Uni unterrichtet wird, dachte ich mir, ich stelle euch die mal vor, und zwar von absolut Beginners, was jetzt dieses Video wäre, bis so ziemlich Profi-Niveau, sofern ich das hinkriege, ich denke es mal schon. Ja, und ich denke, ich habe auch ein paar coole Sachen für euch hier. So, zunächst einmal, das ist Eclipse, dieses hübsche Teilchen hier. Das ist eine Entwicklungsumgebung, die könnt ihr einfach kostenlos runterladen. Link werde ich posten und dann entpacken und öffnen und dann habt ihr hier so ein schönes Willkommensbildschirmchen. Den könnt ihr schließen, dann habt ihr genau die Ansicht, die ich hier auch habe. Und das zweite wäre Java. Da braucht ihr das JDK, also Java Development Kit. Ja, genau das werde ich auch posten. Also momentan ist 1.8 draußen, wahrscheinlich wird es irgendwann demnächst 1.9 geben oder so. Mal gucken. Ja. Und dann seid ihr auch schon so weit, dass ihr anfangen könnt. Gut, also fangen wir mal an mit File New Java Project. Erstellt ihr ein neues Projekt. Hier könnt ihr die Umgebung einstellen, welche ihr haben wollt. Einfach am besten so lassen, das ist immer die aktuellste. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel ein Hello World eingeben. Und so heißt dann euer Projekt. Das seht ihr dann hier an der Seite im Package Explorer. Was Outline und Cons Upsala, die ist noch von vorhin da. Ich drehe das Video gerade zum zweiten Mal, weil irgendein Studio nicht wollte. Also, Hello World hier, dann eben hier ist der SRC-Ordner, das bedeutet, da kommen eure ganzen Dateien rein, also eure Java-Dateien, und das hier brauche ich erstmal nicht zu interessieren, das ist ziemlich viel Krimskrams. Das ist von Java. Das ist euer Projekt, das ist der Source-Folder, da geht ihr am besten drauf, dann macht ihr New und dann eine Class. Was Interfaces oder Enums sind, das kommt wann anders dran. Hier oben sollte dann eben das stehen. Also Hello World ist der Name vom Projekt und SRC ist der Source Folder. So, dann könnt ihr hier den Namen eurer Klasse eingeben. Ich würde mal sagen, Hello World heißt sie. Und dieser Haken hier ist dafür da, dass wenn ihr eine Methode kriegt, eine Klasse erstellt und ihr macht den Haken hier rein, dann ist es eine ausführbare Klasse. Das heißt, in die Klasse wird euer Programm, wenn ihr es nachher startet, springen. Also genau diese Methode hier, diese Public Static Void Main mit diesen String Args. Genau. Was das alles ist, das erkläre ich euch sofort. So, jetzt habt ihr hier an der Seite eben ein HelloWorld.java, das ist die Java-Klasse. Und hier eben ein Public Class Hello World, Public Static Void Main und dann hier so Klammern, so komische. So, also Public bedeutet erstmal, dass man es von überall sehen kann. Das ist auch zwingend notwendig, sonst könnte nämlich euer Programm gar nicht starten, weil es nicht die Berechtigung hat, da reinzugehen. Also wenn ich jetzt hier Private draus machen würde. Also privat. Public heißt einfach öffentlich. So, Class heißt, das ist eine Klasse. Dazu erkläre ich euch irgendwann anders mehr. Da gibt es noch viel, viel mehr, was ihr wissen müsst. Und Hello World ist eben der Name eurer Klasse. Den sieht man jetzt hier an der Seite auch, eben in diesem Outline. Da stehen dann eben Klassen, Variablen, Methoden etc. Was das alles ist, das kommt irgendwann anders. So, eingerahmt werden Klassen eben von diesen geschweiften Klammern, denn das sind zusammenhängende Codeblöcke. Und genauso sieht es bei diesen Methoden aus. Jetzt habe ich schon verraten, das Ding ist eine Methode. Das heißt so, Public bedeutet, dass es öffentlich ist, also ihr von wirklich überall drauf zugreifen könnt. Static heißt, dass es keinen Kontext braucht, also das könnt ihr von außerhalb der Klasse genauso aufrufen wie von innerhalb der Klasse. Das wird jetzt noch nicht so viel sagen, braucht ihr aber auch alles noch nicht. Void ist der Rückgabetyp, dazu mache ich im nächsten Video noch ein paar Sachen, was es dann für Typen gibt, nämlich sowas wie Zahlen oder Zeichen oder eben Sätze oder sowas, also mal ganz grob. Wie gesagt, das Video ist für die Leute, die absolut noch keine Ahnung von Programmiersprachen haben. So, dann hier Main ist der Name der Funktion, das ist eben das, was hier drüben an der Seite steht, oder wie ihr es eben genannt habt. Also, ihr könnt ja auch selber eine Funktion ASDF schreiben.
Und das ist schon wieder eine Funktion. Sie tut zwar nichts, aber das macht nichts. Das ist eben dann dieser Name, der hier an der Seite erscheint. Ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Nur eben diese Main-Funktion, das ist die, in die euer Programm springt. Genau. Dann. Ah, jetzt hat man das hier unten schön gesehen. Ich mag diese Declaration ziemlich, weil wenn man dann irgendwo drauf geht, also auf irgendwelche Variablen oder sowas klickt, dann sieht man hier, wie sie eben definiert sind, also was da drin steht. Das ist eigentlich ziemlich hilfreich. Und was hier in der Klammer steht, also in diesen nicht geschweiften Klammern, sondern den normalen runden, stehen eben diese Argumente, deswegen Args, die sind übrigens auch vom System, die dann eben in dieser Methode verfügbar sind. So. Was Strings sind, das werde ich auch in dem Video mit den Typen erklären. Zunächst einmal, was ist das hier? Das ist ein Kommentar. Also zwei Slashes geben diese grüne Schrift. Einfach irgendwas, das wird nicht ausgeführt, das ist einfach, hat nichts damit zu tun. Hier könnte auch jeder beliebige andere Text stehen. Das steht einfach nur, dass hier automatisch eine Methode generiert wurde und man sie noch füllen sollte. Und deswegen dieses To-Do, weil man noch was zu tun hat. Hier sieht man an der Seite dann auch eben diese To-Dos oder man kann auch mit Steuerung F danach suchen, falls man mehrere hat. Dann hat man hier an der Seite eben auch diese Agenda, die einem sagt, das musst du noch machen. Wenn man hier durchscrollt, dann sieht man das recht schön oder eben die Suche benutzen. Und dann weiß man, was man tun muss. Aber wie gesagt, Kommentare sind absolut freiwillig da. Also da könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt ihr irgendwas reinschreiben und es wird einfach nicht beachtet. Man kann es auch einfach auslöschen, es passiert gar nichts. Aber zur Lesbarkeit und so weiter ist es nicht schlecht. So viel dazu gleich. So, achtet vielleicht darauf, dass ihr euch gleich einen guten Stil angewöhnt. Also hier haben wir jetzt eine geschweifte Klammer von da bis da, die steht ganz links außen. Und dann innen drin wird alles um einen Tab eingerückt. Das ist eigentlich ziemlich wichtig, dass man auch die Übersichtlichkeit behält. Alternativ könnt ihr auch einfach hier auf, oh Gott, wo war denn das? Ich benutze immer das Kürzel. Hier Format gehen. Dann wird es auch alles organisiert, so wie ihr das gerne haben würdet. So, jetzt wollen wir aber doch ein Hello World ausgeben, damit wir auch ein Hello World da stehen haben. Und zwar, ja, gleich mal verschreiben. Printline ist die Funktion dazu, aber die muss auch noch auf was aufgerufen werden. Deswegen brauchen wir zunächst mal das System. Na, nicht spoilern. Das kommt nachher. System.out.println. Punkt habe ich gesagt. Println. So. System ist das System, da könnt ihr immer drauf zugreifen. Das ist immer verfügbar. Out ist dann vom System eine Variable. Und Printline, also die habt ihr natürlich nicht ihr erstellt, die ist von Java dann. Und Printline ist die Funktion dieser Variablen, die eben eine Zeile schreibt. Also Print für Schreiben und LN, upsala, für Line. Dafür, dass eben eine Zeile geschrieben werden soll. Ihr könnt auch einfach Print benutzen, das geht genauso, aber dann schreibt ihr halt keine Zeile, sondern schreibt dann in derselben Zeile weiter, je nachdem, wie man es halt lieber hätte. So, Zeichenketten werden hier eben in Anführungsstriche geschrieben, also in doppelte Anführungsstrichen und nicht in diesen einzelnen hier. Da sind einfach nur einzelne Buchstaben drin und dann kann man hier eben reintippen, was man gerne hätte. Aber da wir cool sind, wollen wir hier Hello Universe stehen haben, denn wir wollen gleich das ganze Universum begrüßen. Und wenn wir noch cooler sind, machen wir dann noch ein Leerzeichen rein. So, und das wäre es auch schon. Jetzt kann man das mal speichern, Steuerung S. Geht genauso. Und dann können wir hier mal ausführen. Das ist dieser grüne hübsche Knopf hier. Und dann steht hier unten, macht sich ein neues Fenster auf, Konsole. Das ist eben die Konsole. Und dann kommt hier eben ein Hello Universe raus. Sehr geil. So, und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie man das abkürzen kann. Und dann war es das auch schon mit dem ersten Video. Es sind nämlich schon fast wieder 10 Minuten um. Man kann statt System.out.println, das ist ja ein riesen Code, deswegen kann man auch einfach verkürzen sysout schreiben. Und ihr seht, es wird rot und da kringelt. Das bedeutet, man hat einen Fehler. Hier an der Seite steht auch Fehler. Und wenn man drüber fährt, zeigt es an, was da für ein Fehler überhaupt ist. Wenn man jetzt Steuerung Leertaste drückt, dann wird es automatisch zu dem, was es macht. Das sind solche kleinen Kürzel von Java eben, von Eclipse und die soweit ich weiß. Wenn
wenn ich hier auf Sys gehe, einfach nur und dann Steuerung Leertaste drücke, dann kommt hier, was ich alles machen kann. Also haufenweise Zeugs, was mir nicht wirklich alles sagt. SysR ist dann halt der System.R.println, das seht ihr hier an der Seite. SysOut und SysTrace, ja. Also printCurrentMethod to sendOut, das wäre dann eben, was für eine Methode wir gerade aufrufen. Das wäre dann eben HelloWorld.main, weil HelloWorld die Klasse ist und main die Methode, in der wir sind. Braucht man aber eigentlich nie. SysOut ist einfach das ganz normale Schreiben und SysR ist dann halt eine Fehlerausgabe. Ja, aber wir können hier auch einfach einen Doppelklick drauf machen, dann haben wir das schon. So, wie geht's dir? Perfekt. Und damit hätten wir schon das erste Video. Im nächsten Video geht es um Typen. Ich denke, das wird ein wenig interessanter werden, weil jetzt ist ja noch nicht wirklich viel Magic passiert. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.